Hallöchen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Lange wieder her, dass wir uns hier gesehen haben. Und ja, es wird jetzt auch wieder eine ganze Weile sein, bis wir uns wieder sehen, weil jetzt ist erstmal dann Gamescom-Woche. Aber ich habe mir gedacht, bevor die Gamescom losgeht, kann ich euch auch nochmal mit einer kleinen Folge City Skylines beglücken. Weil wenn dann jetzt noch Gamescom ist und dann noch und dann noch und dann dauert es noch länger bis zur nächsten Folge. Es gibt für dieses Spiel ein neues DLC. Ich habe es jetzt allerdings noch nicht gekauft und ich werde es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Das ist irgendwie, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Da gibt's so Rock-Events oder so eine Bühne, so eine Rockbühne oder sowas, die man... Also man kann so Events veranstalten, quasi so ein Konzert oder sowas. Und das kostet, ich glaube, 6,99 und man kriegt damit dieses eine Gebäude. Das ist halt so wie ein Stadion oder sowas. Schauen sich das Konzert an und sind halt glücklich oder auch nicht, je nachdem, ob es ihnen gefällt. Und man kriegt einen neuen Radiosender. Das Ding ist aber ja, dass ich die Radiosender sowieso nicht anhabe, auch wegen Urheberrecht auf YouTube und sowas. Und dann 6,99 nur für das eine Konzertgebäude zu bezahlen, sehe ich nicht ein. Vor allem auch die Reviews bei Steam sind sehr ausgeglichen. Die meisten Leute finden es nicht so geil oder zumindest für den Preis her überhaupt nicht gerechtfertigt. Deswegen werde ich es mir nicht holen. Das ist eher so was Kleineres wie dieses Stadion-DLC, wo man diese vier Stadions hatte. Oder Stadien. Und das, ja, werde ich mir sparen. Wenn ihr es euch gekauft habt, könnt ihr natürlich gerne mal schreiben, ob ihr sagen würdet, es lohnt sich. Aber wenn man halt den Radiosender nicht benutzt, dann... Also ich glaube, von den 6,99 sind, glaube ich, alleine 3,99 oder 4,99 theoretisch der Radiosender. Und den will ich gar nicht. Deswegen ist es halt komplett... rausgeschmissenes Geld, aber kann ja jeder selber wissen, ob er das haben möchte. Ich hatte jedenfalls keinen Bock drauf oder kein Interesse dran. Aber ich wollte zumindest erwähnt haben, dass es ein neues DLC gibt. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr euch das holen. Eine Sache zum Thema Industrie. Da hatte jemand geschrieben, wenn ich das Gewerbe bei der Industrie wegnehme, dann wird das ein paar Verkehrsprobleme beheben. Ich werde es mal ausprobieren. Ja, ich bin da immer offen für Ideen und werde jetzt mal alles an Gewerbe, was wir hier haben, erstmal entfernen. Und da meinte jemand, das wird dafür sorgen, dass wir weniger Verkehrsstress haben hier. Wir werden sehen. Wir probieren es mal aus. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Es gibt ja theoretisch... Also irgendwann müsste ich mal, wenn wir diese Stadt noch weiterbauen wollen würden... Oder was heißt müssen, aber ich würde ganz gerne dann irgendwann mal wirklich das komplette U-Bahn-Netz nochmal neu machen. Theoretisch auch Busse. Das ist halt auch so ein Ding. Während man die Stadt baut, baut man ja auch Busrouten und dann nimmst du später wieder Straßen weg, dann sind die Routen wieder kaputt. Wir hatten ja auch mal eine Straßenbahn. Also irgendwie muss man eigentlich seine ganze Stadt einmal fertig bauen und dann nochmal alles an U-Bahn und Bussen und alles weg und dann nochmal ein geordnetes... und durchdachtes System bauen, weil die U-Bahn auch, ihr seht ja, was das für ein Chaos ist zwischen Gleisen und U-Bahn und dann da noch Monorail, da noch ein bisschen Fähre, da noch ein bisschen Zeppelin. Theoretisch muss man sich dann ein Verkehrskonzept für die ganze Stadt ausdenken, wenn die Stadt dann erstmal fertig ist. Wenn man das so zwischendrin immer wieder baut, dann gibt es irgendwann nur noch Chaos. Aber das dauert halt auch so lange, ja, und es ist halt wirklich sehr unspannend auch zum Zuschauen. Ich habe ja schon mal letztes Mal am Ende gesagt, ich würde ganz gerne zumindest noch diesen Bereich hier bebauen, dass das auch von oben noch leuchtet, dann bin ich eigentlich zufrieden, dann können wir von mir aus auch erstmal wieder aufhören mit dem Spiel. Haben ganz viele geschrieben, nein, wie kannst du nur, bitte nicht, aber so ist es halt, ne? War ja theoretisch von Anfang an klar, dass hier irgendwann Schluss ist. Jetzt wollte ich gerade mal schauen, haben wir nicht, wo habe ich denn diese Straße? Ich würde nur mal ganz kurz die Straße fortführen und dann den Solarturm mal woanders hinbauen. Dann ziehe ich den nämlich mal da vorne weg. Ich muss nur daran denken, ihn anzubinden, sonst geht das mit dem Strom nicht. Aber so ist das alles verbunden, ne? Die sind da verbunden, das geht bis dahin. Das ist alles verbunden, das ist alles verbunden, ja. Nur Wasser hat er keins. Und Wasser will er auch haben. Ich habe heute schon Car-Mechanic Simulator aufgenommen. Ich habe heute schon Need for Speed aufgenommen. Heute ist mal ein freier Tag, Wochenende. Und dann habe ich halt noch so die letzten Videos jetzt gemacht. Aber während der Gamescom-Woche ist man dann halt auch viel unterwegs. Ich habe vielleicht abends noch Zeit, aber vielleicht schneide ich dann stattdessen noch einen Vlog oder keine Ahnung was. Und wenn man halt morgens früh raus muss, Messe, Bahn fahren, Termine, das ist halt auch irgendwie alles stressig. Da komme ich dann vielleicht auch nicht dazu, Gaming-Videos zu machen. Insofern schon mal die Vorwarnung. Ich meine, gut, wenn ihr eh nur City Skylines schaut, dann seid ihr ja schon gewohnt, dass nicht so oft ein Part kommt. Aber die Leute, die halt auch andere Projekte schauen, sollten also wissen, Gamescom ist, ne? Gamescom ist nur einmal im Jahr und während der Gamescom hat man halt nicht so Zeit für normale Gaming-Videos. So, ich hatte jetzt gerade überlegt, oder eben schon überlegt, dass ich ganz gerne mal wieder ein bisschen Monorail... Wir hatten ja ein Monorail-System, haben wir ja hier drüben in der Stadt. Das war sehr stressig, weil wir das nachträglich eingefügt haben und das hat uns viel Kopfzerbrechen und Überlegen gekostet. Aber ich habe halt gedacht, wenn wir jetzt hier diesen Bereich noch bebauen wollen, könnte man natürlich auch von Anfang an eine Monorail bauen, dann ist es einfacher. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht, ne? Irgendwo muss man ja mal anfangen. So, ich ziehe die erstmal so weiter. Und dann muss ich mal schauen. Warte mal, 90 Grad Winkel wäre so. Ich mache jetzt erstmal ganz grob. Sie kann ja von mir aus auch sehr eckig sein. Das ist gar kein Thema. Ich soll halt nur so ein bisschen die verschiedenen Gebiete anbinden. Ich würde dann einmal hier so einen kleinen Schlenker machen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier unter dem Kreisverkehr oder so langkommen. Dann gibt quasi die Monorail-Schiene, gibt quasi so ein bisschen vor, jetzt sieht es von oben erstmal komisch aus, das wird aber nachher dann alles gut aussehen, glaubt mir mal. Die gibt so ein bisschen vor quasi, wie es mal werden soll. So, was haben wir hier? Eine Müllverbrennungsanlage.
Die muss jetzt erstmal umziehen. Die brauchen wir da nicht. Den Parkplatz können wir auch umziehen lassen. So. Okay. Nee, weil Monorail gefällt mir eigentlich optisch super gut. Aber wir haben es halt jetzt lange nicht mehr gebaut, weil es auch schwierig ist zu bauen. Nachträglich. Monorail muss man eigentlich schon bauen, bevor man irgendwas dahin baut. Weil dann nachträglich dann noch die Schienen auf die Gleise ist, die Schienen irgendwie zwischen die Stadt, ist halt echt schwierig. Aber wenn wir jetzt halt von Anfang an überlegen, dass wir hier eine Monorail haben wollen, dann kann man das Ganze viel besser einbinden. Dann kann ich hier so ein bisschen durchfahren und so, das sieht bestimmt auch mega cool aus dann. Guck mal, ich kann sogar hier über diese Straße und dann hier drunter durch. Das sieht ja wohl Hammer aus. Ich bin begeistert. Muss ich nur mal schauen, wo ich lang will. Warte mal, wir wollen... Oh ja, das wird richtig gut aussehen dann, wenn die Monorail hier lang fährt. Natürlich. Aber vielleicht wird es dann Sinn machen, hier eine Haltestelle hinzumachen. Wir müssen nur gucken, ob wir diese Straße geupgradet kriegen auf Monorail oder ob das eher nicht so geht. Es geht teilweise und teilweise auch nicht. Da ist dann eine U-Bahn-Station im Weg. Ah, das ist aber auch schwierig. Warte mal, die U-Bahn-Station. Kannst halt auch nicht so eben mal umziehen lassen, ne? Ich will doch nur die U-Bahn-Station verschieben, mein Gott. So, die soll nämlich dahin. Und dann binde ich die einfach wieder an. Und ich hoffe, dass der Zug dann automatisch checkt, was ich getan habe. Ich hoffe, das Spiel ist klug genug, um zu verstehen, was Walli hier für einen Blödsinn treibt. Wir haben übrigens eine gut negative Bevölkerungsbilanz. Wir hatten auch am Ende des letzten Parts, glaube ich, eine negative Geldbilanz. Die ist jetzt gerade wieder positiv. So, ich hoffe mal, dass sie das von alleine checken, was abgeht. Eigentlich, wenn er einmal eine Runde gefahren ist und merkt, die Runde ist noch da, dann checkt er selber. Man muss ihm halt nur ein bisschen Zeit geben. Okay, so, hier das hätte ich gerne noch mit Monorail-Gleisen. Das geht nicht, weil da irgendwelche Gebäude dran sind oder warum. Bin ich blöd? Das hier, die Grundschule, die Kack-Grundschule ist im Weg, Alter. Wer will denn eine Grundschule? Niemand. Niemand will eine Grundschule. So, und dann müssen wir nur diese Straße wieder anbinden. Seht ihr, sag ich doch. Das ist gar kein Thema. So, und dann können wir auch hier wieder Gebäude von mir aus hinbauen. So, und dann hier, was war hier jetzt im Weg? Warum konnte ich da nicht hinbauen? Thermostatresidenz. Warte mal, wenn wir die Straße wegreißen und dann da Monorail-Gleise rüberziehen wollen, was sagt er dann? Sagt er dann, sagt Computer dann nein oder sagt Computer ja? Ah, Computer sagt ja. Okay, dann machen wir da zumindest den Abschnitt. Dann kann ich nämlich hier, warte mal, kann ich da vielleicht eine... Ah, wenn da eine Monorail-Station hinpassen würde, wäre natürlich schön. Hier so einen Bahnhof hinbauen wäre natürlich schon luxuriös. Direkt in der Nähe von der U-Bahn. Aber das wird ein bisschen gefriemelt werden. Ist das dann gerade? Vielleicht, ne? Wenn ich jetzt hier noch die Anbindung hinkriege, bin ich zufrieden. Ja, seht ihr? Bahnhof steht. Sehr schön. U-Bahn-Haltestelle steht auch noch. Müssen wir nur die ganzen Straßen wieder angebunden kriegen und dann bin ich tatsächlich zufrieden damit. Was haben wir denn? Was ist denn das hier? Ja, und der will jetzt nicht da dran. Dann machen wir den. Dann, so können wir den ja. Ja, gut, der kann ja einen kleinen Knick machen. Das ist okay. So, da war nichts mehr abgerissen. Das ist okay. Die Straße hat jetzt gerade keine Anbindung. Die kann aber einfach da noch mit dran. Dann haben wir halt hier eine fette Kreuzung. Da können wir dann noch die Ampel wegmachen und dann bin ich zufrieden. So, das sieht von oben auf jeden Fall ordentlich aus. Jetzt müssen wir noch die Gebiete wieder dran machen und dann ist quasi schon fertig. Dann haben wir die erste Monorail-Station hier. Weil dann haben wir nämlich nicht nur U-Bahn. Ich mag U-Bahn sehr gerne, aber ich finde auch Monorail optisch sehr schön. Und dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung wieder drin. Ich denke, das ist ganz gut, oder? So. Jetzt muss ich nur noch hier die Gleise rankriegen. Wenn ich jetzt von hier da diese Gleise noch da dran kriege... Perfekt. Perfekt. Könnte man jetzt noch ein bisschen schöner machen. Ich muss halt immer mit dem Move-It-Mod aufpassen, weil solche Teile verschieben, also Monorail-Gleise verschieben, hat mir zwischenzeitlich schon echt Probleme bereitet. Dann fährt er hier so auf die, dann fährt der fährt so hier zwischen den U-Bahnen lang, da kann man eine Station machen, dann fährt er hier so durch, da ist eine Station, dann da eine Station, da eine Station, da eine Station. Und wenn du das halt im Voraus machst, ist es alles sehr viel stressfreier. Der letzte Part hat übrigens auch schon wieder 30.000 Aufrufe, ne? Oder 31.000. Wo kommen die ganzen Leute her? Wo kommen die ganzen City Skylines? Wo kommt ihr her? Warum habe ich auf einmal wieder so viele Leute, die Bock haben auf City Skylines? Ich meine, ich hatte damals ja das Projekt gehabt und das war auch, kam auch gut an. Das war auch, die Leute fanden es cool, die hatten Spaß und so. Ja, es hatte auch relativ viele Klicks, aber jetzt, seit ich es wieder neu gemacht habe, sind plötzlich so viele Leute am Start. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ich weiß nicht, ob mich so viele neu abonniert haben nochmal mit, also mit dem Neustart von City Skylines, ob mich da vielleicht so viele nochmal neu abonniert haben oder so. Keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall mysteriös. Wir haben natürlich dann auch den Berg da drüben und das heißt, da geht es ein bisschen hoch, dann wird es hier ein bisschen... Ihr seht ja auch, diese Straße macht hier so kleine Hügelis, aber das ist ja vollkommen in Ordnung, das können wir ja machen. So, jetzt muss ich mir weiter überlegen, wo wir noch Monorail-Stationen haben wollen. Da ist eine, ich denke, der Abstand ist okay. Wenn wir hier noch eine machen, das wird natürlich dann später drumrum alles mit Stadt bebaut, aber es ist so viel besser, wenn wir jetzt die Monorail schon bauen. Und auf der Insel damals habe ich es ja im Nachhinein gemacht und habe es bitter bereut, weil es ist so stressig im Nachhinein. Aber jetzt, wenn wir es hier schon machen... Ist es zwar ein bisschen Arbeit und nervig dann oder auch ein bisschen komisch hier auf dem
leeren Feld quasi hier solche Monorails zu bauen, aber wir werden uns dann beim Bauen der Stadt freuen, dass wir es schon gemacht hatten. Muss dann halt einen leichten Knick machen, das geht nicht anders. So, jetzt haben wir da eine, da eine, da eine, da eine, da eine. Ich würde einfach so einen kleinen Kreis, so eine kleine Kreisroute machen. Man kann natürlich sogar noch so eine Zwischenbahn hier zwischenziehen, die dann eine fährt so. Oder man macht einmal, ja, sehen wir ja nachher. Der muss ja jetzt hier dann eine Biegung machen quasi. Und ich würde halt die Häuser hier so entlang, an dem Wanderweg entlang. Und dann irgendwie hier so entlang. Oh, guck mal, das geht sogar. Unterm Kreisverkehr durch, ist das geil. So, und der muss natürlich jetzt irgendwie so daran kommen, dass die dann hier zusammenkommen, die beiden Kollegen. So, das wäre jetzt quasi meine Monorail-Route. Sieht jetzt von oben erstmal komisch aus, ist mir alles klar. Aber stellt euch vor, wenn dann da überall Stadt drumrum ist, dann haben wir einfach eine Monorail, die gut diesen Stadtteil hier so versorgt. Also, Station. Vielleicht sogar hier drin, können wir da eine Station hinbauen? Das wäre natürlich richtig nice. Im Kreisverkehr eine Station zu haben. So, da muss ich nur die Gleise irgendwie da hinkriegen. Ja, ja, weil da sind halt die Pfeiler. Aber die Pfeiler kann ich ja bewegen, ne? Wir haben ja die Move-It-Mod. Ihr wisst ja, Freunde, mit der Move-It-Mod kann ich einfach die Pfeiler zum Beispiel auch wegnehmen. Oder woanders hinsetzen. Ha, ist das nicht schön? Wenn man so eine Mod hätte, ne? Was könnte man dann alles machen? Ich glaube, das finde ich gut so. Das ist halt krass. Du kannst halt wirklich mit der Move-It-Mod auch einfach die Säulen verschieben, ne? Der soll ja ruhig die Brücke halten. Aber halt nicht da, sondern woanders. Wenn das wird sich statisch werden, die sich schon was dabei gedacht haben, aber wir machen den Pfeiler halt woanders hin. Hauptsache die Baubehörde guckt hier nicht vorbei, was wir hier machen, dann ist gut. Und dann hier wieder hin. So, dann haben wir da eine Station. Also, eins. Warte mal, wo ist denn die eine? Ich hatte doch hier eine, oder? Habe ich noch gar nicht gebaut hier. Nee, dann bauen wir hier noch eine Station hin. Ah, Monorail sind geil. Ich mag Monorail. Die sind super cool. Ich finde die optisch von den Verkehrsmitteln her mit am coolsten, aber sie sind halt auch relativ schwierig zu bauen. Sie erfüllen ja im Endeffekt die Funktion wie eine U-Bahn und eine U-Bahn ist halt tausendmal einfacher zu bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann noch eine hier zwischen vielleicht oder vielleicht sogar zwei. Es schadet ja nicht, viele Stationen zu haben. Wird ja keiner sich beschweren. Ja, die Leute, die daneben wohnen, beschweren sich vielleicht über Lärm. Aber im Endeffekt wird sich keiner beschweren, dass es eine gute Versorgung mit Stationen gibt. Lieber eine Station zu viel als eine Station zu wenig. So, da noch und dann hier noch eine und dann bin ich fertig. Dann steht eine erste Monorail-Route für den neuen Stadtteil. Wir machen nämlich Nägel mit Köpfen. Wir machen jetzt wirklich hier voran, ne? Nicht nur labern und überlegen, sondern wir bauen einfach mal und schauen, was draus wird. Können wir sogar schon mal die Route einrichten. 1, 2, 3. Die sollen natürlich trotzdem auch U-Bahn kriegen. Das ist nicht alles, ne? Da werden auch U-Bahn, dann auch später noch Busse am besten. Aber, oh, da habe ich eine Station vergessen. So, perfekt. Und andersrum. U-Bahn sollen die auch noch kriegen, aber so als Rundroute drumrum erstmal eine Monorail. Machen wir vielleicht dann U-Bahn-Station auch noch in der Mitte und so und dann ergibt sich das schon. So, sehr schön. Damit bin ich schon super zufrieden. Ich habe halt überlegt, vielleicht noch eine so mittendurch. Aber ist die Frage, ob man dann dafür eine neue Route machen möchte. Einfach nur per Schiene. Weil wenn ich jetzt diese Gleise schon komplett so, wie ich es gerne hätte, vorher jetzt baue, dann kann ich nämlich danach um die Gleise drumherum bauen, statt andersrum. Die Stadt um die Gleise rumzubauen funktioniert besser als die Gleise in die Stadt irgendwie einzubauen. So, der wird da dran geführt. Wir machen es einfach mal ganz grob von oben. Dann machen wir hier noch eine Station hin. Ach so, das geht nur an eine Straße, ne? Das ist so ein Blödsinn, dass man die Station nur an die Straße bauen kann. Beziehungsweise ich kann natürlich eine Straßenstation bauen, aber dann muss ich dann da später auch eine Straße hinbauen. Okay, dann muss ich die Station später noch einfügen. Ich kann ja die in die bestehenden Gleise noch ohne Probleme später Stationen einfügen. Ich habe halt jetzt so gedacht, dass man dann, wartet mal, hier vielleicht noch eine Station hat. Dann fährt er hier hin, dann hier noch eine Station und dann fährt er wieder da hin. So, von oben, von oben stimme ich euch zu, das sieht erstmal komisch aus. Aber ihr werdet sehen, das wird gut. Kann man natürlich auch machen, ne? Wir können einfach eine One-Way machen. Dass der immer im Kreis fährt einfach. Dann mache ich das mal. Ich mache mal eine One-Way-Monorail, die dann immer im Kreis fährt. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Die Monorails sollten ja theoretisch auch schon fahren. Oder brauchen die ein... Warte mal, Monorail-Bahnhof? Monorail... Brauchen die ein Depot? Nee, ne? Das ist eigentlich komisch. Die Monorails brauchen gar kein Depot. Die Straßenbahn brauchen ein Depot. Die Busse brauchen ein Depot. Die Taxen brauchen ein Depot. Die Zeppeline brauchen ein Depot. Die Fähren brauchen ein Depot. Und die Monorails, die fahren einfach. Aber die U-Bahnen brauchen auch kein Depot, stimmt. Erstmal ist die Frage, ob unsere U-Bahn weiterhin fährt. Weil die muss ja jetzt erstmal finden, was ich quasi hier gemacht habe. Ja, er muss einmal eine komplette Runde fahren. Dann sehen wir, ob es funktioniert. Die Monorail fährt auch schon.
Ah, nee, noch checkt das, glaube ich, nicht, oder? Also wenn der Zug quasi ununterbrochen durchkommt und unterwegs eine Station hat, müsste er eigentlich checken, wie die Route funktioniert, aber irgendwie kriegt das nicht hin. Ich glaube, er hat jetzt verstanden, was ich meine, oder? Ja, die Züge fahren auch wieder. Okay, er hat zwar hier noch so ein Symbol, von wegen, das geht nicht, aber es kann auch sein, dass es einfach eine neue Linie ist. Solange die U-Bahnen fahren, bin ich zufrieden, das ist okay. Und die Monorail fährt jetzt auch schon natürlich, die fährt ja ihre ganze Kreisroute, auch diese fährt schon hier. Und das sieht ja auch, glaube ich, schon ziemlich cool aus, wie die jetzt hier so unter der Autobahn lang geht. Die fährt halt einmal in die eine Richtung im Kreis. Ach so, die brauchen Wasser und Strom. Na gut, das kriegen sie ja dann später noch. Genau, der fährt einmal im Kreis und die fahren so hin und her. Jetzt müssen wir natürlich nur noch dann die Stadt drumherum bauen. Das Monorail-System steht schon. Und das U-Bahn-System mache ich dann nachträglich. Das kann man gut nachträglich machen, weil dann siehst du nachher, wo es Sinn macht und so. Haben sich auch ganz oft schon welche gewünscht gehabt, dass ich doch mal noch mal ein bisschen mit Monorail und so arbeiten soll. Nicht immer nur diese dicken Straßen und so, sondern lieber mal ein bisschen damit arbeiten. Warum geht die nach oben? Hat das irgendeinen Sinn, dass diese Straße nach oben geht? Nee, ne? Beziehungsweise diese Straße ist ja generell sinnlos. Die brauchen wir nicht wirklich. Sie hat generell keinen Nutzen, ne? Die ist die Anbindung zu dieser Insel, aber wenn die jetzt sonst im Weg wäre, dann bauen wir die lieber woanders hin. Wir bauen lieber hier eine Straße rüber, die dann da irgendwie runterkommt. Und dafür kann dann diese hier weg, weil das ist uns jetzt momentan auch nur im Weg. Die geht dann quasi hier so rüber. Jetzt habe ich mir nur irgendwie hier Strom zersemmelt wieder. Das ist Stromleitungen. Wer braucht Stromleitungen? Niemand braucht Stromleitungen. So, wir können ja schon mal das Wassernetz bauen. Das muss ja auch alles mit Wasser versorgt werden, das ganze neue Gebiet hier. Das ist auf jeden Fall noch ein Unterfangen, auch für mehrere Folgen jetzt, was wir hier bauen, natürlich, das ganze neue Gebiet. Aber wenn das dann fertig ist, dann, ja. Ich will euch ja nicht immer das Ende anteasern, das ist ja jetzt nicht so was, worauf ihr euch freut. Zumindest schon mal eine grundlegende Wasserversorgung zu haben, ist ja schon mal gut. Strom ergibt sich dann, sobald da Häuser entstehen. Und alles andere kommt Zeit, kommt, ja. So, Wasserversorgung steht. Das ist gut. Das ist ein Anfang. Ja, ich bin gespannt auf die Gamescom. Ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, dass ihr gerne zu mir kommen sollt, wenn ihr da seid. Bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall einiges auch aufnehmen dort. Assassin's Creed zum Beispiel. Und ich werde aufnehmen Need for Speed, Assassin's Creed, The Crew 2 wahrscheinlich auch. Ansonsten werde ich natürlich hoffentlich auch wieder einige meiner Zuschauer treffen. Da freue ich mich auch immer drauf. Und es ist auch einfach schön, gerade am ersten Tag mal so durch die Hallen zu wandern und zu gucken, was denn dieses Jahr so Neues gibt. Welche Spiele gerade kommen und so. Ich freue mich auf die Gamescom. Ist auch immer ein bisschen stressig, aber ich freue mich auch drauf. Sechsspurige Straße mit Fahrradwegen. Die wollte ich eigentlich haben. Was soll ich denn mit dekorativem Gras? Boah, Fahrradwege, kein Gras. Ansonsten wird auf der Gamescom noch was angekündigt, auf das ich mich sehr freue. Das wisst ihr noch nicht, aber da freue ich mich drauf, dass das angekündigt wird. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Und ansonsten Gamescom. Gamescom ist halt auch nicht so oft, ne? Einmal im Jahr. Ist dann doch immer irgendwie auch ein schönes Ereignis. So, warte mal. Machen wir hier in die Nähe. Da machen wir mal so einen kleinen Gewerbeblock hin. Und auch so zwischen diese Sachen mache ich gerne ein bisschen Gewerbe. Dann kann man natürlich auch ein bisschen Büros haben. Es ist jetzt erstmal dann wieder dieses großflächige, ich spamme Sachen hin und die werden erstmal gar nicht gebraucht. Wenn man dann so einen großen Stadtteil auf einmal baut, geht das immer so. Aber das legt sich dann. Mit der Zeit kommen dann da die ganzen Gebäude und es entsteht Stadt und dann ist wieder Nachfrage nach dem und dadurch entsteht wieder Nachfrage nach dem und so weiter. Am Ende des Tages ergibt sich das irgendwie und funktioniert dann. Ach, herrlich, ich mag es ja irgendwie im Dunkeln, ne? Man sieht zwar nicht viel, aber irgendwie sieht es doch alles cool aus, finde ich. So, wir hatten halt auch zuletzt dann negative Geldbilanz und negative Bevölkerungsbilanz. All diese Dinge sollten sich jetzt hoffentlich langsam dann legen. Wenn wir jetzt hier anfangen, im großen Stile wieder Stadt weiterzubauen. Ich meine, an sich sollten sie sich ja freuen, sobald sie ihr Haus bauen, dass sie eine Monorail direkt vor der Haustür haben, oder? Beziehungsweise in einiger Zeit dann auch noch eine U-Bahn. Aber wie gesagt, das U-Bahn-Netz, also irgendwann muss ich da mal in den sauren Apfel beißen. Notfalls mache ich das im Zeitraffer für euch, dass euch das nicht so langweilt. Muss ich dann nochmal, wenn dieser Stadtteil steht, alle U-Bahnen wegreißen und dann nochmal überlegt ein gutes Netz machen von Verbindungen zu Verbindungen. Vielleicht ein bisschen auch im eckigen Muster, auch bei den U-Bahnen und dann funktioniert das schon, hoffe ich mal. Haben die jetzt eigentlich gerade eine gute Anbindung zur Industrie? Nee, ne, gar nicht. So, dann wird er nämlich hier angebunden und dann kommt diese Straße einfach hier an diese Straße dran. Das sorgt natürlich vielleicht für ein bisschen Verkehrsstress. Aber ich denke, dass dann auch einige noch eine schnellere Verbindung auch in die Stadt kriegen. Und dann kriegt auch unser neuer Stadtbereich hier eine kleine Anbindung noch zur Industrie, eine schnellere. Weil so fahren die jetzt momentan, ich weiß nicht wo lang. Man könnte natürlich hier noch eine Anbindung machen. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Zumindest eine Rausverbindung. Wisst ihr, was ich meine? Hier so nach da oben dran irgendwie. Das könnte, glaube ich, nicht schaden. Dann könnt ihr nämlich aus unserem neuen Stadtbereich auch hier auf diesen Kreisverkehr. Über den Kreisverkehr kommen sie da rein, über den Kreisverkehr kommen sie hier wieder in die Stadt, in die Richtung und so. Muss man halt schauen, wie sehr das für Verkehrsprobleme sorgt. Das muss man dann beobachten.
Ausprobieren kann man es erstmal. Ob das jetzt für harten Verkehr sorgt oder erst, wenn die Stadt komplett steht, das muss man einfach nur beobachten. Es kann sein, dass es gut funktioniert, es kann sein, dass es für komplettes Chaos sorgt. Wenn jetzt zu viele nämlich hier schon runterfahren, weil die eigentlich nur in die Stadt wollen, dann kann es auch hier schnell zu viel Verkehr kommen. Wir sehen ja jetzt schon, dass da viele runterfahren, aber einfach ein bisschen beobachten. Es kann auch wieder entlasten. Man weiß es nicht. Die freuen sich, wenn die Müllverbrennungsanlage nicht so nah an der Haustür ist. Komisch, dass sie das nicht in der Haustürnähe haben wollen, ne? Seltsame Leute. Müllverbrennungsanlage direkt vor der Haustür ist doch praktisch. Muss man seinen Müll nur vor die Haustür und dann hat er natürlich auch noch einen anderen netten Nebeneffekt. Erstens kann ich jetzt hier die Stromleitungen dann nach und nach wegmachen. Und es hat noch den netten Nebeneffekt, dass vielleicht auch unser neuer Fahrradweg, den wir mal gebaut haben hier, demnächst dann doch tatsächlich benutzt wird. Können wir nämlich jetzt auch noch neue Anbindungen quasi bauen für den Fahrradweg. Oh, und wir haben eine neue Bevölkerungsstufe erreicht. 40.000, kolossale Stadt. Dafür gibt es das Kernkraftwerk und den Frachtumschlagplatz und ein neues Gebiet. Eieieiei. Also eigentlich müssen wir dieses Gebiet hier nehmen. Wenn wir dieses Gebiet uns holen... Tatsache, wenn wir nur noch dieses Gebiet holen, dann haben wir es schon. Warte mal, wollte ich sonst noch irgendein Gebiet haben? Ich meine, das ist nett, das ist nett. Wenn ich es richtig sehe, dann sorgt das nämlich dafür, dass ich jetzt hier diese Verbindung aufmachen kann. Und das hier ist alles, was uns davon abhält, Fähren, also nach draußen zu haben. Glaube ich zumindest. Mach auf hier die Tore, mach auf die Tore zum Meer. Ich glaube, wenn wir das öffnen, haben wir eine Anbindung ans Meer. Keine Routenverbindung möglich, reicht immer noch nicht. Wartet mal, vielleicht, wenn da noch ein bisschen mehr Wasser reinfließt. Eigentlich haben wir nämlich jetzt eine Anbindung an die Route. Das war ja das, was ich meinte, deswegen brauchten wir noch mehr Bevölkerung. Weil jetzt sagt er, okay, vielleicht muss es noch größer werden hier. Vielleicht müssen wir noch ein paar Bäume wegmachen. Es kann sogar sein, dass dieses eine Gebiet schon gereicht hat. Ich habe halt gedacht, man muss vielleicht zwei Gebiete kaufen, dann hätte es noch länger gedauert, bis wir das können. Vielleicht müssen wir den Ärmelkanal noch ein bisschen breiter machen, dass da auch die Schiffe gut durchkommen. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, weil noch will er nicht. Also wenn ich es hier könnte ich es jetzt hinbauen. Wir haben also tatsächlich eine Anbindung schon mal an den Weltmarkt. Aber ab hier, oh doch. Aber die werden halt hier in die Kanäle gar nicht einbauen können, weil das nicht breit genug ist. Aber und vor allem, weil der Staudamm halt auch im Weg ist, dann müssen wir uns da noch irgendwas überlegen. Ein Kanal oder so. Ein selbstgebauter Kanal. Also selbst mit Terraforming, ich krieg's gerade nicht hin und ich kann mir nicht erklären, warum. Ich hab den Graben tiefer gemacht, ich habe die Küste näher rangebracht und so weiter. Warum darf ich bis hierhin Anbindungen bauen und hier nicht mehr oder hier auch nicht, obwohl es da genauso tief ist wie da hinten? Keine Routenverbindung möglich. Wenn ihr wisst, woran es liegt, bitte, bitte lasst es mich wissen. Muss ich doch noch irgendein Gebiet mehr haben? Was ist das Problem? Warum darf ich hier an diese Küste das nicht bauen, aber hier vorne schon? So, hier darf ich und bis dahin darf ich auch ungefähr. So, hier bis dahin darf ich. Und obwohl ich halt auch wirklich, ich habe den Wasserpegel angeglichen, dass das jetzt hier überall gleich tief ist bis da vorne. Ihr seht schon, hier ist es richtig ausgetrocknet. So sehr habe ich das hier tiefer gemacht. Aber trotzdem kann ich da leider, darf ich da nicht lang bauen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr gute Ideen habt, bitte, bitte lasst es mich wissen. Ich meine, die Linie fährt, ne? Die U-Bahn-Linie fährt die weiße, oder? Ich glaube, die hat einfach nur Stauprobleme an manchen Stationen und deswegen kommt die da nicht so weit. Ich glaube, warum die in der U-Bahn so viele fahren, ist auch, weil da 180 in einen Zug rein können. Bei den Bussen hast du, glaube ich, 30 oder sowas und bei den anderen hast du viel weniger Kapazität. Und bei der U-Bahn passen halt 180 Leute rein, die jetzt auch, die U-Bahn ist jetzt richtig schön vollgedrängelt, wie in Köln in der Rush-Hour. Naja, sie fährt schon. Sie kommt halt nur nicht so oft da an, weil da auch noch der Berufsverkehr und dann hinten da die kreuzt auch noch die anderen Gleise. Wie gesagt, deswegen muss man das U-Bahn-Netz halt irgendwann mal auffrischen. Aber unsere U-Bahn hier, die Monorail, guck mal hier, 173. Ja, die fährt auch schon und wird auch schon viel genutzt, obwohl das noch gar nicht so richtig ausgebaut ist. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dieses Gebiet noch mehr zu füllen. Ein Anfang ist gemacht, es ist aber natürlich alles auch ein sich entwickelnder Prozess. Warum haben wir hier eine Überflutung? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich falsch gemacht da hinten und deswegen gibt es jetzt hier Überflutung. Irgendwas haben wir kaputt gemacht, dass die jetzt weiter Wasser pumpen, obwohl sie es gar nicht sollten. Ja, hier hinten ist übrigens alles trockengelegt. Die Fähren fahren auch nicht mehr. Das liegt halt daran, dass ich jetzt hier so aufgemacht habe. Müssen wir uns nochmal schauen, was da gemacht werden kann. Aber jedenfalls darf ich leider dann doch keine Fähren benutzen. Ich dachte halt, ich kann, sobald ich das öffne, dachte ich, kann ich auch bis hier hinten, solange der Weg offen ist. Aber irgendwie... darf ich halt leider gar nicht. Wenn ihr wisst, was das Problem ist, schreibt es mir auf jeden Fall. Ansonsten hat sich unser Ferientraum dann leider... Ferientraum dann leider doch verabschiedet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Wie gesagt, Gamescom-Woche. Schaut auch gerne mal in die Videos rein, die ich während der Gamescom so hochlade. Vlogs oder was auch immer da so kommen wird. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder in Cities Skylines. Euch einen schönen Tag. Euer Walle. Bye, bye.